Findet ihr wirklich, dass DJ Antuni musikalisch in 2010 feststeckt? Vor SLN. 2010 gab es bessere Musik als jetzt. Meine Frage bezieht sich aber darauf, ob seine Songs heute noch so klingen, als wären die von 2010. Aber deine Frage hat den Beigeschmack, dass es schlecht von DJ Antuni ist, in 2010 festzustecken. Diese unbewusste Nebenfrage habe ich dir beantwortet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Außerdem könnt ihr bei gutefrage.net vorbeischauen.